Hallo und recht herzlich willkommen zum dritten Tag hier auf der Dornbirner Herbstmesse. Auch heute produzieren wir unsere Tagessendung LändeTV der Tag wieder hier mitten im Messegeschehen. Gleich zu Beginn darf ich den Geschäftsführer hier bei uns begrüßen, Daniel Mutschlechner. Servus Daniel, hallo. Hallo, servus. Die Messe Dornbirn, die Herbstmesse 2015 ist voll im Gange. Die ersten zwei Tage sind vorüber. Wie sieht deine erste Bilanz aus? Gut, also die ersten zwei Tage haben sehr gut funktioniert. Es waren gerade die Morgenstunden, die erste Stunde, wo dann eben gratis Eintritt auch mit Bus und Bahn geherrscht hat, wurden sehr gut angenommen. Und ich hoffe, wenn es so weitergeht, sind wir am Schluss zufrieden. Und auch die Aussteller sagen eigentlich, dass das Interesse an den Produkten groß ist, weitgehend. Und das ist eine positive Nachricht zur Halbzeit. Der Ansturm also nach wie vor ungebrochen. Wie kommen die Sonderthemen an heuer? Die kommen gut an, also was die Bienen berichten, das Bienenthema wird gut angenommen, auch die neue Modeschau wird eigentlich gut angenommen. Wir waren ja sehr gespannt mit einer neuen Agentur, wie das läuft, aber die Rückmeldungen sind eigentlich sehr gut. Ja, und es zeigt sich schon, wie wichtig es ist, bei einer Herbstmesse nicht nur eben die Aussteller hier zu haben, sondern eben auch so Unterhaltungsthemen, Informationsthemen im Vordergrund zu haben, wo die Leute eben sich unterhalten können. Und auch der Treffpunktcharakter wird von den Gästen immer betont. Also man trifft sich hier, es geht nicht nur ums Einkaufen, man trifft sich und das gehört bei einer Herbstmesse dazu. Die Planungen für diese Herbstmesse waren ja nicht ganz einfach. Stichwort neue Halle. Dennoch haben über 500 Aussteller hier wieder Platz gefunden. Ich glaube, man kann durchaus zufrieden sein, auch mit der Anzahl der Aussteller. Absolut, wobei es natürlich im Vorfeld nicht einfach war hinter den Kulissen, weil wir haben gemeint, dass zur Herbstmesse schon der Abriss kommt der Hallen und also vier Hallen nicht verfügbar sind, haben dann recht spät durch die kurzzeitige Verschiebung des Baus um wenige Wochen, haben wir gemerkt, es geht doch nochmal im alten Gelände und dann haben wir umplatziert und haben wir versucht, noch das Beste draus zu machen. Also es war kurzfristig viel zu tun. Im nächsten Jahr dann hoffen wir, wenn der Neubau fertig ist, dann ist das Gelände wieder in dem Zustand, wie wir es uns wünschen und auch frühzeitig zu planen, weil es ist ja nicht nur unser Wunsch, es ist auch der Wunsch von hunderten Ausstellern, gut platziert zu sein. Und das ist schon eine Herausforderung, hier allen Wünschen gerecht zu werden. Kurz zum Neubau. Es geht in Kürze los bereits hier in Dornbirn. Genau, also es ist gerade jetzt im Büro oben eine Bausitzung im Gang. Es wird schon 10 Tage nach der Herbstmesse mit den Abbrucharbeiten begonnen. Dann geht es schnell in Richtung Aufbau, dass vor dem Winter schon möglichst viel pilotiert ist und die Holzkonstruktionen dann im Frühjahr kommen. Also wir planen schon damit, im Herbst nächstes Jahr zumindest improvisiert in den neuen Hallen zu sein. Aber entscheidend ist, und das möchte ich auch hier noch betonen, es geht ja nicht nur um die Herbstmesse. Wir haben übers Jahr verteilt inzwischen ein breites Messeprogramm. Also es ist nicht mehr alles nur bei der Herbstmesse untergebracht. Wir haben 9 Formate im nächsten Jahr vor. Und da sollten schon einige dann auch in den neuen Hallen da sein. Und wir sind gespannt, ob wir hier rechtzeitig fertig werden. Es gibt also viel zu tun. Wir wünschen viel Erfolg und viel Glück beim Bau der neuen Messehalle. Vielen Dank. Soweit also Daniel Mutschlechner, Geschäftsführer der Messe Dornbirn. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen News des Tages. Eine brennende Garage löste am Freitagvormittag einen Großeinsatz der Wolfurter Feuerwehr in der Aachstraße aus. Der Brand brach nach ersten Informationen kurz vor 10 Uhr aus. Zunächst war nur die Garage betroffen, doch das Feuer drohte rasch auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Garage. Mit einem schnellen Löschangriff konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf das Haus jedoch verhindern. Auch eine in der Garage vorhandene Gasflasche konnte rechtzeitig ins Freie gebracht und abgekühlt werden. Nach rund einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle und letzte Glutnester in der Garage wurden bekämpft. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Aachstraße war im Zuge der Löscharbeiten bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Die Vorarlberger Landesregierung hat auf Antrag von Landesrat Erich Schwärzler weitere finanzielle Beihilfen zur Behebung vor Elementarschäden im Privatvermögen genehmigt. Wer durch schwere Unwetter oder Naturgewaltenschäden an Haus und Hof hinnehmen musste, solle auf möglichst unbürokratische Weise schnell unterstützt werden. Und eine rasche Hilfe sei die beste Hilfe, begründete Schwärzler seinen Antrag. Die Schadensopfer sollen die Gewissheit haben, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Zuständige Stelle für die Bearbeitung der Schadensfälle ist die Agrarbezirksbehörde Bregenz. Wichtig dabei ist, dass die Geschädigten rasch und möglichst vor Schadensbehebung den erforderlichen Antrag auf Beihilfen stellen. Nach Vorlage der entsprechenden Quittungen würden die Anträge schnellstmöglich abgewickelt, heißt es. Am Donnerstagabend wurde die Spezialeinheit EKO Cobra zur Grenze Feldkirch-Thisis gerufen. Ein Beamter der Grenzwacht Thisis alarmierte die Einsatzkräfte, er habe am Grenzübergang Feldkirch-Thisis beobachtet, wie im benachbarten Asylwerberheim ein Mann im ersten Obergeschoss mit einer Langwaffe hantiert und bei geschlossenem Fenster Zielübungen auf ein gegenüberliegendes Objekt durchgeführt habe. Polizei und das Einsatzkommando Cobra rückten aus und durchsuchten das Mehrparteienhaus.
Dabei identifizierten die Grenzwachbeamten einen 26-jährigen Asylwerber aus Armenien. Bei der Sicherstellung der mutmaßlichen Langwaffe stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugwaffe ohne Munition handelt. Es entstand kein Personen- bzw. Sachschaden, hieß es am Freitagmorgen von Seiten der Polizei. Der Grenzübergang Feldkirch-Tisis wurde für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Soweit also die aktuellsten News des Tages und wir sind jetzt weitergezogen hier bei der Herbstmesse in Dornbirn und sind gelandet beim Stand von Voll.at. Hier gibt es allen Grund zu feiern. Katharina Stückler, 20 Jahre Voll.at, die Party steigt bei euch, oder? Ja genau, vor 20 Jahren hat der Altlandeshauptmann hier Voll.at gegründet und so quasi den Startknopf gedrückt und heute sind wir hier mit Kuchen zu feiern. Kuchen gibt's für den guten Zweck. Wie läuft's aktuell? Seid ihr zufrieden? Es läuft sehr gut, wir kommen mit der Kuchenproduktion kaum nach und wir würden uns freuen, wenn noch viele weitere Besucher zu uns kommen. Kuchen gibt's für den guten Zweck, glaube ich, oder? Ja, für die Kinderkrebshilfe von Radlberg. Alles bestens, die Marketingleiterin von Voll.at ist also hochzufrieden. Wir freuen uns ebenfalls und deswegen geht's bei uns jetzt weiter mit aktuellen Sport. Fußballfans kommen am Samstag in Altach voll auf ihre Kosten. Mit Rapid Wien gastiert der österreichische Rekordmeister in der Cashpoint Arena. Die Jungs rund um Coach Damir Kanady konnten ihre Tanks in der Länderspielpause wieder aufladen und brennen auf die Partie gegen die Hütteldorfer. Los geht's um 16 Uhr. Soweit also die aktuellen Sportnews des Tages und wir sind jetzt zu Gast bei den Bienen. Die Sonderausstellung ja ebenfalls hier auf der Herbstmesse, deswegen bei uns der Martin Metzler vom Imkerverband Vorarlberg. Was haben wir hier? Was sehen wir hier alles ganz genau? Ja, hier sehen wir ein Kleinstvolk. Hier können wir die Königin sehen. Also speziell die Kinder müssen immer die Königin zuerst sehen. Und das ist, und darunter ist ein komplettes Bienenvolk. Wo man mal genau sieht, wie es in so einem Bienenstock aussieht. Und das ist eigentlich für viele die Faszination, dass sie mal sehen, wie es so in einem Bienenstock aussieht. Spannende Geschichte und ich glaube interessant für Jung und Alt. Genau, so ist es. Es ist also bisher die zwei Tage, ist kaum einmal ein paar Minuten, dass wir frei haben. Es ist immer was los. Die Bienen sind also zufrieden und die Aussteller auch. Wir sagen vielen Dank für die Informationen und bei uns geht's weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Ganztagsklassen sind auf dem Vormarsch, doch am sportlichen und musischen Betreuungsangebot scheint es zu hapern. Das Land will daher Sportvereine und Schulen zusammenbringen und weitere Finanztöpfe anzapfen. Götzner Dorfinstallateur erhält renommierten Preis für die Lehrlingsausbildung, Modell weit über das Handwerk hinaus. Und am Landesgericht Feldkirch muss sich eine junge Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Sie hatte sich im Oktober 2014 mit einer Pistole, die sie ohne Erlaubnis besaß, versehentlich in den Kopf geschossen. Die Schlagzeilen von morgen also schon heute hier bei uns auf Lände TV. Ja, das war's mit der aktuellen Ausgabe von Lände TV der Tag, hier direkt von der Herbstmesse in Dornbirn. Im Anschluss sehen Sie jetzt noch das Wetter. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 9 und 18 Grad. Der Wind weht mit 10 km/h aus Süd-Südost. Am Wochenende wird es wieder freundlicher und es wird bereits am Samstag zunehmend föhnig und damit deutlich wärmer bei Temperaturen bis zu 28 Grad. Der Sonntag präsentiert sich mit bis zu 23 Grad und Sonnenschein, wobei ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen werden können. Anfang der Woche kreuzt eine Störung den Spätsommer vom Wochenende und bringt einige Niederschläge, die am Dienstag jedoch wieder von einer sonnigeren und wärmeren Wetterperiode bei Temperaturen bis zu 18 Grad abgelöst werden.